Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und wir sind noch in Mantul Derit in der Kampagne Maze Engine. Doch bevor wir uns diesem widmen, gibt es zwei Dinge, die ich gerne noch am Anfang sagen möchte. Zum Ersten haben wir Level-Ups gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen unterwegs oder zwischen den Folgen die Taiwanese of Dragons Kampagne versucht weiterzumachen, ein bisschen Währung zu sammeln, da hapert es ein bisschen und auch natürlich in der Acquisition Incorporated habe ich versucht, entsprechend Eicheln zu sammeln. Deswegen haben wir jetzt zwei Level-Ups gemacht, die wollen wir natürlich noch zusammen vergeben. Wir vergeben einen Punkt in die Aura der Tugend. Geben wir das? Warte, jetzt bin ich verwirrt. In die Aura der Weisheit. Viel Aufladetempo, das war ganz wichtig. Gerade jetzt durch das, beziehungsweise im Event mit den alten Sagen kam das ja doch wieder ein bisschen vor, wie wichtig das doch ist. Und dann packen wir die beiden Talentpunkte. Die Kraft wird erhöht. Das ist immer gut. Kraft für andere, Damage Dealer, Heiler. Jeder braucht Kraft. Das machen wir natürlich. Das zweite ist, wir können, beziehungsweise eigentlich das anderthalbste ist, Elemental Evil und Charanda, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben auf jeden Fall jetzt nach und nach immer mehr Möglichkeiten, uns die Zeit zu vertreiben. Aber was ganz wichtig ist, ich habe vor ein oder zwei Folgen, habe ich darüber geredet, dass das, was wir als Waffe momentan mit uns führen, ja, als Streitkolben, beziehungsweise der Unterschied zwischen Streitkolben, Morgenstern und Flegel, und ich hatte recht, es war schön, Dankeschön, Zwasulf, an dieser Stelle auch nochmal hier, im Video, dass du mir das nochmal ein bisschen ausführlicher auch erklärt hast, die Unterschiede, und im Kopf hatte ich das im Prinzip richtig, ne? Streitkolben und Morgenstern ist von der Aufmachung das gleiche. Der Unterschied ist nur, dass ein Streitkolben halt keine Zacken hat, ein Morgenstern hat Dornen oder Zacken, oder, ne, diese Piekse, Viechers, und ein Flegel ist das denn mit der Kette, und das, was man als Morgenstern bezeichnet, landläufig, ist eigentlich ein Flegel. Was ich nicht wusste, und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass, hat Zwasulf mir erklärt, diese Waffen verpönt waren, beziehungsweise als unehrenhaft gelten oder galten. Ich meine, das kann man natürlich vorstellen, als Flegel, du kannst um den Schild damit herumschlagen, das war ja der Sinn und Zweck dieser Kette, dass man halt um den Schild herumschlagen konnte, sodass, ne, ein Schildkämpfer konnte man normalerweise, hey, kann mich super gut verteidigen, und dann kommt einer und sagt, mich leck mich, haha, ich kann drum herumprügeln. Wurde aber als dementsprechend nicht gerade ehrenhaft bezeichnet, gesehen. Und das geht nicht, dass wir als Paladin, als der Weiße, als Eid des Schutzes, als eidgebundener Sonnenelf mit einer unehrenhaften Waffe rumlaufen. Das geht nicht, das können wir nicht zulassen und deswegen brauche ich jetzt eure Entscheidungshilfe, denn ich habe mir mal ein paar Schwerter gekauft, vorrangig nur wegen dem Aussehen und nicht wegen den Werten, denn die sind alle kacke. Aber es geht ums Aussehen. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welches der Schwerter wir verwenden sollen. Es gibt diese drei plus Auswahl. Ich gehe die drei erst einmal durch. Es gibt die Umfrage dann hier oben, oben über der Karte rechts ein i. Dort klickt ihr drauf, da könnt ihr eure Meinung sagen. Es kann aber sein, dass ihr auch was in den Kommentaren dazu sagen müsst. Denn Option 1 ist das, nicht so weit, Eisenbastardschwert. Ne? Ein bisschen schlicht, ein Bastardschwert, das heißt anderthalbhänder, ist schlicht gehalten mit einer mitteldicken Klinge und passt aber auch ganz gut zu, finde ich, so zu dem Schild von unserer, von der Farbgattung her, ist die da sehr ähnlich. Ne? Also hier auch diese Verzierungen sind ein bisschen schlichter gehalten und im gleichen Bronzeton oder Kupferton wie das Schild. Das wäre das Eisenbastardschwert. Option 2 ist das Mithril-Langschwert. Ein Langschwert-Einhänder mit etwas breiterer Klinge. Und hier sieht man, die sieht auf jeden Fall ein bisschen glattpolierterer aus, mit silbernem oder schon fast weißem Metall. Und ein bisschen wuchtiger. Da müsste man natürlich gucken, dass man hier auch, ich weiß nicht, ich wusste mal sogar, wie diese Zacken heißen. Die sind zum Blocken da, glaube ich. Ich glaube, die sind zum, damit, also da war das, der untere Teil jetzt alles hinter dieser Zacke, hinter diesen Zacken, hinter diesen Dornen, ist, glaube ich, eine Fehlschneide. Die sind nicht scharf, diese Stelle des Schwertes ist nicht scharf, sodass man da, oder nur halbwegs scharf, so ein bisschen angestumpft, sodass man das Schwert zur Not auch zweihändig führen kann, indem man halt mit einer Hand an diese Fehlschneide
packt und damit entweder zweihändig führen kann oder auch in engeren Räumlichkeiten dann auf kürzere Distanz damit hantieren kann. Ne? So ein Langschwert heißt ja nicht nur ein Rund, Langschwert in engen Räumen wäre es dann schwierig und deswegen packt man einfach den an die Fehlschneide und kann dann damit in einem Kurzschwertmodus sozusagen kämpfen. Das wäre Option 2. Option 3 ist das Regentenschwert, Regentenlangschwert des Drachen. Dieses sieht sehr verschnörkelt aus, hat allerdings wieder mehr das Farbmuster unseres Schildes. Ist ein bisschen bräunlicher, ein bisschen gräulicher. Ist auch wieder ein Langschwert, wieder mit vermutlich hier Fehlschneide und diesem Dornen, der dann, ich glaube, das ist wirklich zum Blocken, denn im Kurzschwertmodus gedacht. Was hier besonders auffällt, ist, dass der Griff und die Parierstange oder das, was mal eine Parierstange werden sollte, sehr, sehr verschnörkelt mit Löwenköpfen ist und ja, also das sieht schon ein bisschen verschnörkelter und edler. Na gut, edel ist mal eine Sache, aber na, das sind die drei fand ich halt. Sie hatten alle was Eigenes und sie sehen alle sehr toll aus, deswegen habe ich sie gewählt. Und jetzt kommt natürlich noch, weswegen ihr in den Kommentaren vielleicht etwas schreiben müsst, Option 4 in der Kampagne Elemental Evil. Ich habe einen Grund gefunden, Elemental Evil vielleicht zu machen. Gibt es auch entsprechend Schwerter in der Elementarversion durch die verschiedenen Artefaktwaffen, die man hat. Also gibt es halt das heulende Set, hier Wind. Es gibt das irdene Set. Erde gefällt mir persönlich eher nicht so sehr. Das ist das hier zum Beispiel, gefällt mir eigentlich nicht wirklich. Feuer hingegen sieht gar nicht passend aus, denn das hat schon eher wieder, das ist ein Streitkolbenfeld, also sowieso das raus. Auf jeden Fall dann noch das versunkene Set, das ist wieder ein Schwert. Aber das sind natürlich leider, oder glücklicherweise nicht alle, denn es gibt hier auch noch, wo war das? Es gab da eine riesige Palette an Waffen in dem Elemental Evil Set. Hier, genau, Elementarwaffen des Kultes gibt es auch noch. Und da haben wir nämlich dann zum Beispiel auch Flammenschwerter. Die gibt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man die regulär bekommen kann, diese Schwerter des Elementarfeuers und sowas. Aber das könnte man dann ja versuchen, gezielt auch zu farmen, wenn es mal soweit ist, dass die irgendwie in einem Wochenendevent sind oder sowas. Die sehen aber halt schon sehr verschnürkelt alles aus. Sind ein ganz anderes Thema. Nicht klassische Waffen. Und da, mein Gedanke dazu, weswegen ich mir auch noch keine geholt habe, die gibt es natürlich auch auf dem Auktionsmarkt, sind, dass momentan unser Charakter doch eher ein klassischer Paladin mit einem, also ein klassischer gepanzerter Schwert- und Schildkämpfer ist, oder auf jeden Fall Einhänderkämpfer ist, eine richtig dicke Rüstung, die verziert natürlich ist mit Emblemen und Schnürkelzeugsies, aber eher klassisch. Und auch unser Schild ist ja doch eher klassisch, auch wenn es da natürlich Alternativen für gibt. Ne? Es gibt natürlich auch immer ein elementares Schild der entschiedenen verschiedenen Elemente dann. Für alles Mögliche. Wasser! Alter, das ist hübsch. Da müsste man natürlich dann sagen, also das könnte man zum Beispiel mal sagen, man nimmt jetzt das Elementarset des Wassers, weil es sieht einfach sehr schön Zora-mäßig aus und sehr lebendig. Es gibt leider ja nichts, was irgendwie wirklich Natur ist. Hier Erde hat ein bisschen so Moos und sowas. Könnte man natürlich nehmen, aber da müsste man natürlich gucken, dass das Ganze, das würde zu dem Umhang gut passen. Dass man denn das ganze Outfit entsprechend auch gestaltet. Und das ist halt die Sache, wo ihr jetzt auch in den Kommentaren euch verewigen könnt. Also es gibt in der Umfrage diesen Punkt, Elemental Evil. Und dann müsst ihr, wenn ihr Elemental Evil ausgewählt habt, ihr vielleicht auch sagen, was. Oder ihr sagt, nein, 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 wir wollen das klassisch und stilecht halten. Wir nehmen das Schwert, ne? Es ist ja unser Charakter, wir spielen ja zusammen, also müssen wir auch zusammen entscheiden, was wir als ehrenhafte Waffe nehmen. Und wir wollen natürlich als Paladin, da bin ich jetzt mal Diktaturnähnchen, dass ich so weit gehe und sage, als ehrenhafter Paladin, als Schützer, da wollen wir auch ehrenhaft kämpfen und werden hier nicht mit so einem unehrenhaften Streitkolben umherlaufen, sondern mit einem ehrenwerten Schwert. So. Das wäre dieses. Jetzt wird es aber mal Zeit, ein bisschen in der Story voranzukommen. Meine Güte, Katafi, du laberst ganz schön viel. Auf geht es nach Kapitel 2, das Schwert der Gerechtigkeit. Meine Soldaten kommen im Kampf gegen den Kult der ewigen Flamme einfach nicht voran. Ihr und Triss werdet das ändern. Helft meinen Soldaten und
schalte den Anführer dieser Kultisten aus. Ich und Lino Lenaro werden derweil weiteren Beistand für mein Königreich suchen. Das machen wir. Ich habe keine Ahnung, wieso das immer noch so leise ist. Das war damals, ich habe mir die Videos nochmal angeguckt, von damals, als wir die Kampagne das erste Mal gespielt haben, als sie neu war. Da waren die Voice Lines schon sehr leise und das ist immer noch so und ich ist keine Einstellung, die ich irgendwie ändern kann. Ich könnte alles lauter machen, aber dann würde halt die Musik im Hintergrund uns in die Ohren brüllen. Stiefel der Rechtschaffenheit ins Gesicht! Minsk! Christoerde und der Abenteurer! Oh! Wir werden so viel Böse in den Hintertreten! Das werden wir. Minsk! Minsk! Minsk ist super! Minsk ist fantastisch! Minsk! Stiefel der Gerechtigkeit! Ah, ich liebe Minsk! Ich fand Minsk damals. Die smaragdgrüne Enklave will Gondolin helfen. Daher haben sie mich gesagt. Ich verstehe. Wir wissen das zu schätzen. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Wollt ihr Boos Hilfe? Er ist ziemlich gut darin, Dinge aufzudecken. Nein, das tue ich nicht. Ich muss einfach fragen. Wie kommt es, dass ihr noch am Leben seid? Wovon redet ihr? Mein Herz schlägt. Mein schwerer Kreis! Ich bin am Leben. Ja, doch nach menschlichen Maßstäben hättet ihr schon lange tot sein müssen. Solange es noch Böses gibt, wird Minsk nicht ruhen! Das ist ein wahrer Kämpfer. Reinkarnation durchlaufen? Ich weiß nicht von irgendeiner Reinkarnation. Minsk ist einfach nur Minsk. Minsk ist einfach super. Minsk und Bo, der Riesenminiatur-Weltraumhamster. Die sind einfach so wahnsinnig, die sterben einfach nicht. Das ist einfach. Da sagt sich auch der Tote, ach weißt du, mit denen lege ich mich vielleicht nicht an. Da. Bevor mir ein Riesenminiatur-Weltraumhamster in den Skeletttöter beißt. Die lassen wir einfach in Ruhe. Die lassen wir einfach leben. Passt schon. Gehen wir mal woanders hin. So wird's gewesen sein. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das bei Minsk auch wirklich vor. Spaß beiseite. So stelle ich mir das bei Minsk vor. Vor dem hat man einfach Angst und Respekt. Einfach, guckt ihn euch an, wie groß und mächtig der ist und was für ein fucking Langschwert der hat. Breitschwert, Großschwert, ich weiß es nicht. Riesiges Schwert der Vernichtung plus 5. Guckt euch das an, wie groß das ist. Das Schwert ist größer als ich. Mit dem legt man sich nicht an. Mit dem legt man sich auch nicht als tot an. Da sagst du denn auch so. Nein. Und jetzt könnte man natürlich immer sagen so, ja, okay, das mit Bo, das ist, der ist einfach Minix, der ein bisschen wahnsinnig ist. Könnte man meinen. Und dann gibt es immer wieder so Situationen, wo man meint so, oh, ist vielleicht doch anders. Es ist vielleicht doch kein einfacher Hamster und ein wahnsinniger Barbar, der zu lange am Absinth genuckelt hat. Gibt ja in Elemental Evil, glaube ich, ganz am Anfang von Elemental Evil gibt es ja gleich eine Szene, wo wir werden die ja noch sehen, aber es passt einfach so gut dazu. Da muss man mit Minsk umherlaufen und Minsk wird irgendwie von Bo getrennt durch eine Mauer, durch einen Steinrutsch. Und auf beiden Seiten sind Gegner. Und nachdem du deine Gegner besiegt hast und die Steinmauer wegräumst, sind die Gegner auf der anderen Seite tot. Und Bo lebt. Bo hat's. Also, ne? Bo hat da wirklich Gegner getötet. Bo ist böse. Mit dem legst du den Jan. Ich habe auch damals in Baldur's Gate 1 und 2, da kommt ja Minsk her und Minsk und Bo, da kommen die ja ursprünglich vor. Und das spielt weit vor den Geschehnissen hier. Minsk ist halt wirklich einfach nur ein normaler Mensch, eigentlich. Und auch da hat er schon Bo. Bo ist in dem Spiel oder in den Spielen dort einfach nur ein Hindernis, möchte man sagen, denn er belegt einen Trankslot. Man hat nur 3 oder 4 Trankslots. Ich glaube, 3 waren es. Und
Minsk hat dementsprechend nur zwei, da Bo halt einen belebt. Quietsch, quietsch! Los, Bo! Innen auf die Kehle. Kehlensprung. Schwert von oben. Wo ist mein Schwert von oben geblieben? Keine Ahnung. Blitzdings. Nee, Blitzdings war das andere. Haha. Sterbi. Feuerriesenkommandanten und ich muss noch Kultistenarmee schwächen. Komm, seid ihr Kultisten? Seid ihr eine Kultistenarmee? Ich würde sagen, ihr seid eine Kultistenarmee. Blitzdings. Der Hass von Lady Vennifer. Vennifer, Anführer des Kultes der ewigen Flamme, ist voller Hass für jene, die sich selbst gegenüber ihr als überlegen ansehen. Ja, nee, ist klar. So, damit haben wir genügend getütet. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier irgendwelche Informationen gibt. Wir reiten mal noch ganz kurz durch. Ich konnte diese Umfrage noch nicht auswerten. Da hatte ich ja in der letzten Folge ja gefragt, ob wir uns die Gebiete genau angucken wollen, um die Informationen über die verschiedenen Gebiete und über die Kultisten und wer hier alles noch so in den verschiedenen Kampagnen unterwegs ist, zu holen. Weil ich dazu noch nichts auswerten kann, werde ich jetzt erst einmal meinen Weg gehen und der heißt Erkunden. Ihr kennt mich. Ihr kennt und liebt mich. Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich hier erkunde. Mal von da kommen wir. Da waren wir schon. Dann reiten wir hier runter. Außerdem helfen wir da immer den Dürrg. Ne, das sind nicht die Dürrger-Zwerge. Ich weiß nicht, welche Zwerge das sind. Welche Zwerge sind das denn? Sind das Schlachthüter? Dürrger-Zwerge. Aber wir helfen. Und das ist gut. Helfen ist gut, habe ich gehört. Helfen! Schwert von oben! Frevelhaft, die Frevelhaften der Welt. Böses! Ich weiß nicht, ob man den gehört hat, aber er ist so super. Er ist so gut. Böses, sag hallo zu meinem Schwert. Schwert. Sag hallo zu Böses! Minsk ist geil. Ah, es ist so schade, dass man nicht so lange mit ihm, dass es Elemental Evil war. Ich meine, das war das einzig gute Element. Ich habe schon gehört, es ist besser geworden. Hat er ja geschrieben. Wir werden es ja auch machen. Ah, guck, guck, guck. Guckst du hier? Wir haben alles über die Kultistenangriffe gefunden in der vorigen Gruppe. Guckst du hier? Guckst du hier? Guckst du hier? Das ist wichtig, dass du haben wollten. Dass du wir haben wollten. Ja, wo war ich? Bei Baldur's Gate 1 und 2. Da gab es Minsk ja auch schon und da habe ich ihn noch immer dabei gehabt in der Truppe. Also das ging nicht anders. Ich weiß, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob es möglich war, ihn überhaupt aus der Gruppe rauszuwerfen. Man konnte ja viele Charaktere austauschen. Je nachdem, was für eine Gruppenkonstellation man haben wollte, da war das ja so, dass die auch miteinander interagiert hatten. Je nachdem, welche Handlungen du gemacht hast, du hattest ja gewisse Entscheidungsmöglichkeiten, gewisse Quests konntest du optional machen oder weglassen. Und wenn du eine bestimmte Gesinnung hattest, dann waren die Charaktere damit auch einverstanden oder nicht einverstanden. Und deswegen, ich weiß, dass es Charaktere gab, die ich nie dabei hatte, weil ich halt grundsätzlich keine bösen Charaktere spielen kann. Auch in dem Spiel konnte ich keine bösen Charaktere spielen. Und Minsk war aber, glaube ich, chaotisch neutral. Wie üblich, wie alle wahnsinnig gewordenen Leute sind sie chaotisch neutral gewesen. Deswegen hat er sich, glaube ich, auch mit jedem verstanden. Und deswegen konntest du ihn, glaube ich, auch immer dabei haben. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man ihn jemals ablegen konnte. Ich wollte es aber auch gar nicht, weil Minsk ist super. Die Dialoge mit Minsk und den anderen Charakteren, die waren grandios. Ah, die haben so viel Spaß gehabt. Oder auch vermutlich nicht, weil ich glaube, es ist nicht so leicht, mit einem Wahnsinnigen zu reden, der eine sehr ganz, also wirklich kurze Zündschnur hat und überall Böses sieht. General Fury! Na, hast du schon Captain Marvel gerufen? Blitzdings! Hier bleibt. Aua!
Nicht abhauen. Blitzings. Ah, die war zu weit weg. Neue General Fury. Naja, ah, wie üblich, ne? Zieht sich wieder zurück auf seinen Hover U-Boot fliegendes Schiff Dingsy und lässt die anderen für sich arbeiten, während er von oben guckt und einfach nur Tee trinkt. Fury, Fury. Aber in Endgame kannst du das nicht. Aha. Tot. Fury ist tot. Er wird wenigstens besiegt. Tod ist relativ. So, Lucas Hornway, der Dritte. Wie geht es dir, Lucas? Hallo, Abenteurer. Hallo. Ihr sehen könnt, hat die Allianz der Fürsten versucht, Gauntlegrim im Kampf gegen den Kult der ewigen Flamme zu unterstützen. Wir beabsichtigen natürlich auch weiterhin, König Battlehammer zu helfen. Aber auch wir brauchen Hilfe. Ein Bote sollte bereits auf dem Weg zu Brunor sein. Berichtet ihm von meiner versuchten Heldentat. Ja, es könnte ihn dazu erweichen, uns zu helfen. Kann dich heilen. Ich muss nur mein Schild heben, dann kann ich dich heilen. Habt ihr von einem Krieger namens Lance gehört? Lance? Ja, natürlich. Guter Kerl. Sehr stark. Aber ich schätze, das ist normal für einen Goliath. Er war Mitglied der Allianz der Fürsten für ein paar Monate, bevor er sich dem Handschuhorden anschloss. Wenn ich mich recht erinnere, wollte er unbedingt mit dem Orden in das Unterreich hinabsteigen. Leider weiß ich nicht, was danach geschah. Eine Information über Lanz erhalten. Sehr schön. Vielen Dank für die Information. Was für ein Spaß. Du und ich werden nach Protectors Enclave zurückkehren, um nach mehr Bösem zu suchen. Das Böse! Ist okay, Meerjungfrau Mann. Tschüss, Bo. Tschüss, Minsk. Weiß nicht, wenn ich Minsk höre... Die alten Spieler hatten ja keine Sprachausgabe. Jedenfalls nicht, dass ich wusste. Wüsste, dass die eine echte Sprachausgabe hatten. Deswegen hatten sie nur Text. Und man hatte keine Stimme für Minsk. Man hatte... Ich weiß, dass ich eine ganz andere Stimme für Minsk im Kopf hatte, als ich ihn das als Modul 6 rauskam. Mit Elemental Evil kam der ja. Auch dazu, da hatte ich eine... Dachte ich erst so, oh, das ist nicht Minsk. Aber das ist, glaube ich, immer so das Problem, wenn man liest und dann plötzlich eine Darstellung sieht oder hört, die jemand anderes dann dabei hatte. Und es gibt garantiert ganz, ganz viele, die sich gesagt haben, genau so habe ich mir Minsk vorgestellt, die Sprache. Ich nicht, aber gut, ich habe mich damit abgefunden. Er erinnert mich teilweise sehr an Meerjungfrau Mann aus SpongeBob. So, Bueno, wir reden hier irgendwelche... Oh Gott. Und was denken, wir sind wahnsinnig. Hey! Ihr habt es vollbracht. Meine Soldaten berichten, dass sich die Kultisten zurückziehen. Zumindest vorerst. Da uns die Allianz der Fürsten geholfen hat, bitten sie nun im Gegenzug um unsere Hilfe. Ich schätze, wir sollten ihnen helfen. Auch wenn ich nicht viel von Lord Never Ever halte. Macht ihr mit? Ich habe schon 68 Level lang Lord Never Ever geholfen. Wie viel Level lang hast du Lord Never Ever geholfen? Hä? Huh? Wir gehen dafür jetzt erstmal in die Tiefen des Wahnsinns. Die Allianz der Fürsten benötigt unsere Hilfe. Dämonen entsteigen dem Abgrund und bedrohen Neverwinter. Lino ist bereits auf dem Weg dorthin, aber sie wird eure Hilfe brauchen. Außerdem wird Never Ever einen seiner Hexenmeister zur Unterstützung schicken. Chris und ich werden hier bleiben, um mit den Fraktionen unser Vorgehen gegen Baphomet zu besprechen. Ein Hexenmeister, you say? Mag dies ein gewisser Hexenmeister mit 5 Buchstaben im Namen sein? Ein gewisser fantastischer Hexenmeister, der uns schon von Anfang an bekannt ist. Oh, der Abgrund! Ja, wir sind wieder im Abgrund. Ja, Abgrund. Woo. Hey, Hauptmann. Erst pestverseuchte Monster und jetzt auch noch Dämonen. Wer aus diesem Tor tritt, verfällt in kürzester Zeit dem Wahnsinn. Wir haben den Dämonen und Aberranten einen guten Kampf geliefert. Doch wir können uns nicht mehr länger halten. Die Klerikerin Lino Lanero versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie verfügt über einen Zauber, der sie vor dem Wahnsinn schützt. Ihr werdet ihr doch sicher helfen.
Natürlich! Du bleibst hier mit deinen wundervollen blauen Augen. Deine blauen Augen. Sorry. Schnuckelschätzchen. Schnabbelschnäuzchen. Wo bist du? Den Zauber. Wir brauchen deinen Zauber gar nicht. Lasst uns diesen Ort vom Wahnsinn reinigen, Schätzchen. Ist okay, Schnabbelschnäuzchen. Dein Zauber ist für uns völlig irrelevant. Ich glaube nicht, dass uns der Wahnsinn noch viel schaden kann. Wir haben mit Minsk zusammengearbeitet. Seid doch bitte so freundlich und aktiviert das heilige Symbol. So freundlich bin ich. Klick! Wo ist denn der Schalter? Ach da, steht on. So. Und jetzt? Dino, was denn jetzt? Dino, was soll ich tun? Dino, sag mir, was ich tun soll. Dino! Dino, sag mir, was ich tun soll! Okay. Dann handle ich jetzt auf eigene Faust. Aber das ist in Ordnung, Dino. Nicht, dass du mir jetzt gleich böse bist, weil ich die Erfahrungspunkte klaue oder so. Du wolltest vielleicht die haben, weil du dachtest, oh, jetzt ist ja zu viel in den... Dann mal weiter. Na, sehr gut. Puh, ich hatte schon ein bisschen Angst, nicht, dass du irgendwie so viel in der... In Priestertätigkeiten oder ich weiß nicht... jedenfalls da so viel Zeit verbracht hast, dass du gar nicht leveln konntest und dachtest dir so, jetzt gehe ich mal in Low-Level-Gebiete, um nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte abzufarmen oder du suchst nach irgendwelchen bestimmten Rohstoffen, wie bestimmten Items. Wir haben die Aufmerksamkeit einiger Monster erregt. Ah. Was dagegen tun oder ignorieren wir die einfach? Na gut, tun wir was dagegen. Schwert schon um! Und Blitzings! Serafina und ich, wir machen dit. Na gut, Dino hilft auch. Weiß nicht wie, weil sie ist Klerikerin, aber sie hilft. Das macht ihr gar nicht. Los, weiter. Wobei, sie kann das ganz alleine als Klerikerin. Lino, du bist die Beste. Go, Lino. Als Klerikerin kann sie das ja ganz alleine machen. Sie braucht uns gar nicht. Ach ja, der Abgrund. Lang, lang ist her. Oh, warte mal, wo war der Schalter? Der letzte war hier. Ah, da ist er wieder. Klick! Hey, Freunde, kommt doch mal hierher. Na, na, na. Ich sagte... Blitzdings! Nee, nee, nee. Ah, ja, ja. Blitzdings! Aua! Ich sagte Blitzdings! Hey, mein Blitzdings hat nicht funktioniert. Hey, hör mal auf, mein Blitzdings zu unterbrechen! Du gemeiner Koloss, du! Das ist nicht nett! Das ist wahrlich nicht nett. Jetzt kommen wir langsam schon wieder an die Problematik, dass unsere Ausrüstung vermutlich zu gering ist. Unser Schaden. Ein Talent dafür, Monster zu beseitigen, Schätzchen. Ah, das haben wir, Schnuggelschnäuzchen. Denn unsere Waffe ist ja noch eine von Level 62. Wir laufen in einem 69er Gebiet rum. Eigentlich könnten wir dann mal gucken. Wir hatten noch hier eine neue Waffe bekommen. Lieben. Warte mal ganz kurz. Ich habe doch hier eine Waffe. Die ist mein 68. Können wir nehmen mal die. Scheiß drauf, dass wir die, das Aussehen jetzt kurz für 3000 Astraldiamanten verwendet haben. Scheiß drauf. Oh, mehr Monster. Mehr Monster? Aber hier ist gar kein Meer in Sicht. Oder ist da unten irgendwo Wasser? Lino, gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Weißt du, dass da unten Wasser, Meerwasser ist? Mein... Ihr seid wohl ein ziemlicher Monster, gleich weiter. Das sind wir. Wir sind ja immer in Neverwind, der ist an der Küste. Es könnte gut sein. Das wäre doch total schlau. Einfach den Abgrund ans Meer ran anschließen. Dann wird das alles mit Meerwasser geflutet. Und dann ist das, was da unten noch immer sein mag. Es ist vorbei. Boah, das ist voll die geile Idee. Ich meine, ist jetzt auch nicht so weit weg. Ich würde gerne die Map aufrufen, aber das kann ich gerade nicht. Wir werden von Monstern angegriffen, Schätzchen. Ernsthaft, Lino? Das ist ja was ganz Neues, dass wir von Monstern angegriffen werden. War ja bisher noch nicht so hier im Abgrund. Ja, ja. Und ich werde schon um. Blitzings! Und das. So. Die doch weg.
doch weg. Geh doch mal weg, mein Freund. Haben wir hier nichts zu befürchten, Schätzchen. Nein, haben wir auch nicht. Okay, ich komme zurück. Warte mal. Okay. Ich wollte mal hören, wie der Wahnsinn so klingt. Mein Wahnsinn klingt nicht so. Yay. Wie klingt euer Wahnsinn? Schreibt es in die Kommentare. Der einzige Vor- oder Nachteil, je nachdem, ist der einzige Besondere ist, ich kann natürlich nicht... Wir können uns in diesem Außenposten ausruhen. Da drin scheint jemand zu sein. Hey, Lino. Wir können uns natürlich nicht groß umgucken. Guck mal, den Herren kennen wir doch. Hey, Lanz. Gut, noch jemand ist hier. Ich habe versucht, diese Dämonen und die Aura des Wahnsinns aufzuhalten, doch meine Anstrengungen waren vergebens. Ich weiß, dass ein Baelor irgendwo im Abgrund dafür verantwortlich ist. Anscheinend habt ihr einen Kleriker bei euch. Vielleicht war das mein Fehler. Mein Name ist Lanz, Freund der freundlosen Thuli Yaga. Ich kann euch helfen, wenn ihr das wünscht. Ist okay, aber wir haben doch gerade gegen euch gekämpft. Was? Ich war schon seit Monaten nicht mehr im Unterreich. Nicht seit meiner Expedition mit dem Handschuhorden. Ihr müsst euch irren, mein Freund. Lino, kannst du mal ganz kurz einen Wahrheitszauber sprechen? Ich weiß nicht, Schätzchen. Irgendetwas hier ist seltsam. In diesem Mann scheint nichts Böses auszugehen, aber etwas stimmt nicht mit ihm. Wir sollten ihn mitkommen lassen. Runor zufolge habt ihr ihn schon einmal bezwungen, ja? Entweder wir finden einen Weg, ihn zu heilen, oder ihr müsst erneut handgreiflich werden. Mit meiner Hilfe, versteht sich. Haha, mit deiner Hilfe werde ich gerne handgreiflich. Noch eine Frage, bevor es losgeht, Lanz. Warum seid ihr im Handurnen schnell Viele ablenken? Wir wussten von unserer Expedition. Unser Ziel war ein Außenposten nahe Mansoberranzan. Der Handschuhorden wollte dort Sklaven befreien, die in die Stadt der Drow verschleppt werden sollten. Wir konnten jeden einzelnen Sklaven retten und nach Neverwinter zurückbringen. Es wurde sogar eine Parade in unseren Ehren abgehalten. Vielleicht wart ihr ja auch zugegen. Ja, war ich. Lanz, Schätzchen, ich hoffe, ihr werdet uns nicht betrügen. Ich bin ein ehrenhafter Goliath. Ich werde so etwas nie tun. Ist okay. Habt ihr nicht ein Diener Baphomets? Lady Lenera, ich würde niemals einem Dämonen dienen. Wo wart ihr, als die Angriffe der Dämonen einsetzten? Mit dem Rest meines Clans. Wir haben an jenem Tag viele Dämonen erschlagen. Erinnert ihr euch an den Kampf mit unserem Abenteurerfreund? Nein. Sollte ich? Nein, das solltet ihr nicht. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Du hast damit angefangen, Lino. Alter, guck dir mal an, wie groß der ist, der Herr. Holla die Waldfee. Der ist doppelt so groß wie ich. Was ist denn ein Goliath? Ist das so ein Halbriese? Sind Goliaths Halbriesen? Ich kenne mich wieder nicht aus. Ich habe wieder keine Ahnung. Damals, als ich die ganzen D&D-Spiele gespielt habe, hatte ich mich nicht dafür groß interessiert für das Lore, beziehungsweise ich habe halt nur das Lore, was man da so mitbekommen hat. Da war man mehr beschäftigt mit dem Überleben in dem Spiel, denn diese Spiele waren fucking schwer. Also wirklich fucking schwer. Das ist heutzutage schwer, ist da was anderes. Gut, weil jetzt in letzter Zeit kommen ja immer mehr Spiele, die auch wieder an die üblichen Schwerzustände zurückgehen. Damit sie ein bisschen Herausforderung bieten. Das schwer wieder schwer ist. Blitzdings. Ja. Okay, ich muss da rein. Komm mal rein, Koloss. Hey. Nee, Koloss. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Hey, Koloss. Komm. Ja, komm. Komm hier. Guck mal hier, was hüpft. Nee, komm hier. Guck mal, genau. Das ist doch gut. Hey. Blitzdings. Ist hier irgendwas Spannendes? Digga? Hey, schnell schon um. Test.
Na, na, na. Hey, ich wollte Blitzdings machen. Blitzdings! Eine Ewigkeit später. Eine Sache als Paladin fällt mir aber gerade auf. Wir haben natürlich unsere 37 Lebensleisten, wie wir sehen. Wir haben ja unsere rote, unsere gelbe und unsere blaue Lebensleiste gerade. Aber ich habe keine Ahnung, wie voll eigentlich unsere Standard-Lebensleiste gerade ist. Die anderen ist einfach total überdecken. Ich bin nicht full life, wie man sieht. Hey, guck mal. Mal auf mich hin und her zu ziehen. Aber das interessiert uns nicht. Die anderen Lebensleisten werden uns schon... Die werden uns schon retten. Schwert von oben. Ja, gut. So, und jetzt? Und nu? Ah, es geht weiter. Sehr gut. Hino, lass uns mal ganz kurz einen Schritt schneller gehen, damit wir gucken, was passiert, wenn der im Wahnsinn ist. Oh, da unten hin. Okay. Ich will mal gucken, was passiert, wenn Lanz in den Wahnsinn kommt. Was hältst du davon, Lino? Lino! Lino, du musst doch mal mit mir reden. Unhöflich, wenn man nicht antwortet. Hey! Und wie schmeckt die? Blitzdings! Hui, Lebensleisten! Ey! Weggestoßen. Ah, noch mehr. Hallo! Boom. Und Blitzings! Und dieses! Und jenes! Und ganz, ganz viel. Bunte Farben! Nein, schon eine kleine Diva, so wenn es in Farben geht. Wenn man mal anguckt, ne? Die ganzen Lebensleisten, die man hat, denn diese ganzen lustigen hier blau und da gelb und dann kommt man noch ein bisschen Leuchte und Glitzer und ein großes Glitzerschwert von oben. Rarity hätte seinen großen Spaß, ihren großen Spaß an dem Paladin. Hey. Brauchen immer noch Ausrüstung für Sera. Ich hatte mir überlegt, ob ich die mal kaufe. Ich glaube, das werde ich mal machen, dass ich mal, wenn wir Astraldiamanten nicht ein paar habe, mir einfach mal Ausrüstung für Seraphina kaufe. Denn sie ist jetzt auf Max-Level. Jedenfalls, soweit es momentan geht. Ohne Aufwertung. Und da könnten wir auch mal überlegen, ob wir das machen, ob wir Seraphina aufwerten mit den Aufwertungsmarken von Asavariel. Wir können ja Aufwertungsmarken tauschen und der hat ja alle 5 Gefährten auf Legendär. Und da könnte man ja schon die tauschen. Da sind wir also. Wir sollten uns auf den Weg nach unten machen und ein wenig mit unserem Baylor-Freund plaudern. Gute Idee. Klingt nach dem Plan. Dass ich mir halt hier mal... Die hat ja immer noch hier wirklich schlechte Ausrüstung. Level 60er, Level 57, nix. Die Bindungsrunensteine hat sie natürlich... Die können wir mal auch nach und nach anfangen aufzuwerten jetzt. Und dass wir dann die Qualität aufwerten, dass wir uns einfach mal die... Er hat, glaube ich, noch 107, 110 Aufwertungsmarken, dass wir uns die mal holen. Können wir mal machen, können wir mal überlegen. Aber nicht heute. Ich sollte dieses Mal die Führung übernehmen, Schätzchen. Ist okay, Schätzchen. Aber ich kann nämlich auch leuchten. Yay, leuchten! Aber das bedeutet, wenn ich jetzt die Führung übernehmen kann... Kann... Ich erkunden. In den Tod springen. Nein, bloß nicht. Lanz, kannst du mal kurz unten da unten gucken, ob da noch was kommt? Nicht? Na gut. Na gut, Lanz. Ach, hier waren wir schon so lange nicht mehr. Das verdreht, wo der Wahnsinn und die Realitätsverluste schon Materie verdrehen und Stein zu... So etwas machen. Ach ja, dieses Herz, wo wir auch drin waren. Stimmt. Oh, hier ist sogar nichts zu erkunden. Wie schade. Ach, das Herz, wie hieß das denn? Das hatte einen speziellen Namen. Da waren wir drin. Da dachten wir, es wäre der Ursprung der Zauberpest, aber das war es nicht. Leuchtet was. Hey, Balor. Schönen guten Tag. Wir brauchen einen kurzen Weg
Das ist ja nur unnett. Wenn wir das mal ganz kurz... Ich möchte das mal ganz kurz klären. Ich würde das gerne in einem Gespräch unter vier Augen... Du hast noch zwei Augen, okay. In einem Gespräch unter vier Augen klären. Jetzt guck nicht, dass das irgendwie nichts mit. Sechs Augen, dann wäre das natürlich kein Gespräch unter vier Augen. Na, Großer. Du weißt, du kennst den Spruch, ne? Je größer sie sind, desto mehr muss man in die Kniekehlen schlagen. Wieso kann ich meine täglichen Kräfte nicht nutzen? Bin ich schon so wahnsinnig? Bin ich gar nicht da. Schau schon um! Lance? Etwas ruft mich. Jemand übernimmt die Kontrolle über Lance. Baphomet wird die Welt mit ihrer Direktmaschine umformen. Bleibt die Unterreich fern, wenn euch euer Leben lieb ist. Der mitleidenswerte Mann. Ich werde einen Weg finden, ihn zu retten. Weird. Sehr weird. Dino, wir haben es geschafft. Ich hoffe, der Herr konnte sich noch retten, der hier war. Tja, der Barlow war jetzt auch nicht gerade die große Herausforderung. Sera hat das alleine gemacht. Sera hätte das auch ganz alleine geschafft. Ohne den Rest von uns, ne, Sera? Du bist super. Genau, Sera. Wo ist eigentlich unser Magier? Wir sollten einen Hexenmeister bekommen. Hier sollte ein Hexenmeister auf uns warten. Markos, hä? Wo bist du? Nicht hier hoch? Nein. Markos, wo bist du gerade? Bist du schon wieder unterwegs und sammelst Seelen für dein Philakterion? Ach, immer dieser Magier, Hexenmeister. Na gut, wir gehen zurück. Aber wir haben es ja auch ohne Markos geschafft. Braucht den gar nicht. Nee, da müssen wir hin. Hey! Wir haben es geschafft. Ihr habt eine gute Tat vollbracht, indem ihr der Stadt Neverwinter geholfen habt. Anscheinend ist Lance doch kein willfähriger Diener Baphomets. Das könnte uns helfen. Wir brauchen noch etwas Zeit, um herauszufinden, wie wir Baphomet besiegen können und was genau es mit dieser Labyrinthmaschine auf sich hat. In der Zwischenzeit haben wir die Unterstützung der fünf Fraktionen. Aber wir müssen ihnen auch dabei helfen, für Sicherheit im Land zu sorgen. Natürlich winkt euch dafür eine Entlohnung. Gut, dann machen wir das. Ich glaube, ich kann bei der Labyrinthmaschine behilflich sein. Es handelt sich dabei um ein Artefakt, das Gefüge der Realität verändern Sollte kann. Sie Baphomet in die Hände fallen, wäre das schlecht fürs Geschäft. Daher werde ich Bruno helfen. Markus, da bist du! Endlich! Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen! Tschüss! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!